Hallo, schön, dass du dabei bist. In diesem Video schauen wir uns folgendes Beispiel an. Berechne den Ausdruck 4 mal n hoch 1 minus 2 mal n hoch 0 für n ist gleich 1 und n ist gleich 5. Und du weißt jetzt schon, wie wir solche Berechnungen lösen können, denn hier im ersten Fall setzen wir im Ausdruck für jedes n eine 1 ein. Und das machen wir doch gleich und sagen, das sieht dann wie folgt aus, nämlich 4 mal und jetzt 1 für n eingesetzt, 4 mal 1 hoch 1 minus 2 mal, und nochmal ersetzt, n durch 1, 2 mal 1 hoch 0 ergibt wie viel? Und du siehst schon, rein rechnerisch ist dieses Beispiel gar nicht so schwer zu lösen. Daher können wir uns nochmal hier mit einigen mathematischen Grundlagen befassen. Zum Beispiel der Reihenfolge von Rechenoperationen, die hier eine Rolle spielt. Denn könnte sich jetzt, also vielleicht fragst du dich ja, was du hier zuerst ausrechnen sollst, die Exponentialfunktionen, die Multiplikation oder vielleicht sogar die Subtraktion. Aber die richtige Reihenfolge für Rechenoperationen kannst du dir mit der Eselsbrücke ChemDAS merken. Also ChemDAS. Und die besagt folgendes: Rechne zuerst alle Klammern aus, dann alle Exponentialfunktionen, also alle Potenzen sozusagen. Dann Multiplikationen und Divisionen, die sind auf einer Ebene und zu guter Letzt alle Additionen und Subtraktionen. Und da wir in unserem Beispiel keine Klammern haben, ja, können wir uns eigentlich hier gleich mit diesen Exponenten hier befassen. Im ersten Fall 1 hoch 1. Und da gebe ich dir auch noch einen Tipp mit, denn jede Zahl, also x hoch 1, ergibt immer diese jeweilige Zahl, also in dem Fall x, beziehungsweise hier drüben bei unserem Beispiel eine 1. Und diese 4 mal, das können wir von oben abschreiben. Das heißt, wir haben hier schon die erste Hälfte vereinfacht und jetzt können wir uns noch die zweite Hälfte anschauen. Dieses 2 mal schreibe ich wieder an und wie gesagt, müssen wir zuerst diese Exponentialfunktion hier lösen, 1 hoch 0. Das schaue ich hier vielleicht mit einer anderen Farbe an, so. 1 hoch 0, was ergibt das? Da gebe ich dir auch noch gerne einen Tipp mit, denn x hoch 0, also jede Zahl hoch 0, außer 0 selbst, also außer wenn x 0 ist, also x ist ungleich 0, ergibt 1. Und daher ist hier das Ergebnis 1 und ja, damit haben wir die Gleichung schon vereinfacht. Und ja, was wäre das Ergebnis, wenn für 0 hoch 0? Naja, 0 hoch 0 ist normalerweise ein nicht definiert oder undefiniert. Und das schreibe ich mal so hin. Also das ist undefiniert, denn es gibt einige Argumente, die dafür sprechen, dass hier eben 0 herauskommen sollte, denn 0 zu mehr oder weniger jeder Potenz ist 0, aber auf der anderen Seite gibt es dann auch wieder Argumente, die sagen, naja, jede beliebige Zahl hoch 0 ist eigentlich 1, warum dann nicht auch 0? Also es gibt hier gute Argumente in beide Richtungen und vielleicht gibt es ja auch mal ein Video dazu, wie man das bewerten kann. Aber zurück zu unserem Beispiel, jetzt können wir ja schon sehr, sehr leicht dieses Beispiel lösen, denn wenn wir uns hier wieder an unsere Rechenoperation orientieren, wissen wir, dass bevor wir hier subtrahieren, also die Minusrechnung machen, müssen wir hier noch multiplizieren und das machen wir doch gleich. 4 mal 1 ist 4, minus 2 mal 1 ist 2 und das ergibt 2 und das Beispiel ist gelöst. Und ja, so einfach können wir das eigentlich auch gleich beim nächsten Beispiel machen für n ist gleich 5. Wir setzen hier für jedes n, das wir im Ausdruck finden, eine 5 ein und das ergibt 4 mal 5 minus, da habe ich noch was vergessen, 4 mal 5 hoch 1 minus 2 mal 5 hoch 0. Ja, mit dem Wissen, also mit diesen Grundlagen, die wir jetzt besprochen haben, lässt sich auch dieses Beispiel sehr einfach lösen. Zuerst hier die Potenzen, also 5 hoch 1, wissen wir, ergibt diese jeweilige Zahl, also irgendwas hoch 1 ergibt dieses irgendwas, in dem Fall 5.
dieses 4 mal hier zu Beginn, das schreiben wir hier noch ab, minus 2 mal 5 hoch 0, und das müssen wir wieder zuerst ausrechnen, diese 5 hoch 0, und wir wissen, das ergibt 1. Hier im hinteren Teil steht eben 2 mal 1. Und ja, wenn wir uns das dann wieder ausrechnen, hier ganz einfach ausmultiplizieren, 4 mal 5 ergibt 20, minus 2 mal 1 ergibt 2, und 20 minus 2 ergibt 18. Ja, und so einfach haben wir diese Beispiele gelöst. Wir machen im nächsten Video dann mit einem anderen Beispiel weiter. Bis dann.